Invasion beginnt. Nein, ich habe verloren. Ich spiele nicht für die Galerie, das heißt, ich muss mich in 100% Sieg haben, 100% in der Galaxis den ganzen Kack zu haben. Invasion beginnt. Ich gewinne. Aufbau beginnt. Immer eine Sicherheitsposition, also Kasernen und sowas, geben immer wieder eine Bataillon Soldaten raus während der Schlacht, wenn man belagert wird. Das wird auch wichtig sein gegen das Imperium, solange sie ihre Wunderwaffe noch nicht gezückt haben. So, dann bin wir Konstruktion abgeschlossen. Und korrigiere Kurs. Konstruktion abgeschlossen. Das hier ist unser Etat und das hier ist unser Gehalt pro Tag und das hier taktisches ist Gefecht steht gleich das Einkommen des Planeten. Automatisch. Konstruktion abgeschlossen. Ich bin. Aufbau beginnt. Ich muss mein Budget ein bisschen hochpushen. So, Kurt. Konstruktion abgeschlossen. Kann ich Kurt schon einnehmen? Zielkoordinaten erhalten. Schaffe ich das? Unterwegs. Man würde sehen. Ich fürchte, nein. Invasion beginnt. Boah, die haben auch gut was weggerissen. Das muss man mal zugutehalten. So, 3PO, du kommst noch da irgendwie. Ich bin mal ein bisschen wieder Soldaten. Hier noch Konstruktion mal abgeschlossen. Sturmsoldaten. Es gibt zwei Arten von Infanteristen. Am Anfang bei den Rebellen einmal normale Sturmtruppen, könnte man sagen. Also Leute mit Gewehren, Leute mit Raketen. Raketentrupps sind kleiner, effektiver gegen Panzer. Infanteristen. So, Kurt ist Aufbau mein beginnt. Aufbau gleich fast beginnt. Aufgesetzt, würde ich sagen. Kurt hat einen strategisch enorm wichtigen Wert. Hier seht ihr den Radius, den die Planeten erreichen können. Ich würde sonst gar nicht nach Kashyyyk und Mon Calamari und sowas in die Reichweite kommen. Komme ich jetzt aber. Geht nur storymäßig noch nicht. Ich brabbel und brabbel. Aufbau läuft. Auf. Dann Einheit wird produziert. Wir unsere Flotte. Da. Einheit wird hergestellt. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Ja, was gibt's aus meinem persönlichen Leben zu tun? Produzieren. Ich bin jetzt gerade am Job bei Mackis, die ganze Zeit Nachtschicht. Konstruktion abgeschlossen. Ich bin fertig, hier, Leute. Konstruktion abgeschlossen. Ich am Wochenende gerade mal eben so ein bisschen Zeit zusammenbekommen. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, so viel Zeit wie möglich noch hierfür zu bekommen. Ich muss nebenbei auch noch ein Musikprojekt irgendwie durchziehen. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu berichten. So. Gebäude wird errichtet. Ich ziehe mal meine Truppen zusammen. Die erste Mission ist noch natürlich, die erinnere ich mich nämlich noch. Ich Konstruktion werde normalerweise erwartet die CPU, Fahrzeug jetzt, dass wird ich einen produziert. Überfall mache und dann mit, also die Rebellion hat den Vorteil gegenüber des Imperiums, dass sie, das ist meiner Meinung nach der wichtigste, dass sie mit drei Trupps, das habe ich eben schon gemacht, überfallartig den Raumkampf umgehen kann, um den Planeten direkt anzugreifen. Beziehungsweise den Bodenkampf zu machen dann. Normalerweise muss man erst den Raum einnehmen, damit man da Bodentruppen absetzen kann, was ja logisch ist. Das ist der großartigste Vorteil der Rebellion gegen KI. Sehr geil, weil man einfach automatisch stehen kann und einfach immer wieder Truppen reinschicken kann. Also das ist schon. Einheit wird ich nenne das nicht Cheaten oder Bug-Using oder keine Ahnung. Ist es ja nicht. Ist ja so gewünscht vom Spiel. Deswegen finde ich es legitim. T2B Ende. Ja, was gibt's noch zu berichten? Zu diesem Spiel. Zu Befehl. Erste Mission erwartet man, dass man jedenfalls das macht. Das Imperium hat den größten Vorteil, falls ihr euch das gefragt habt, dass die Sternzerstörer ebenbürtig also mit den Schlachtschiffen der Rebellion sind. Fahrzeug wird zu Befehl. Frachtschiffe sind, sprich, dass sie TIE Fighter im Hangar haben und dann immer wieder absetzen von sich aus. Drei Bataillone pro Fregatte, glaube ich, und dann drei Bomber. Was ziemlich geil ist, wenn man so mit drei Sternzerstörern unterwegs ist, dann braucht man nämlich keine kleinen Begleitschiffe oder sowas zu kaufen, anders als bei der Rebellion, was ich hier aber nicht machen werde. Ich habe einen exzentrischen Spielstil, ich speichere auch übertrieben oft, das werdet ihr noch merken. Ich habe gleich genug Soldaten, denke ich. T2B Ende. T2B Ende. Schau dir das mal an. Ne? Wollte ich nur gesagt haben. Hier oben sind unsere Helden. Mon Mothma ist unser bester Held, meiner Meinung nach, weil, jetzt kommt die Überraschung, guck mal, Yavin, da kostet das Schiff 1200 und hier kostet es 930.
genau wie bei den Bodentruppen. Das mache ich. Ich habe ja genügend Geld, deswegen schieße ich jetzt nicht rüber. Ich bin einfach faul. Ich weiß, ich kann nicht rechnen, blub, 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 alles gut. Aber nichtsdestotrotz. Z95, ich kann es ja mal vorlesen. Veraltet, mit leichten Laserkanonen ausgerüsteter Jäger. Eigentlich nicht der Rede wert. Wäre da nicht seine Fähigkeit, ohne Trägerschiff in den Hyperraum zu springen und seine niedrigen Produktionskosten? 5 Jäger pro Geschwader. Ein extrem schlechter Jäger, der kaum Effizienz hat. Nur Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt natürlich, wenn man ihn überall mit hinnehmen kann. T2B Ende. Die haben zum Beispiel keinen Hyperraumantrieb. Zum Vergleich. So. Ziehen wir mal unsere alle Rand von einem Z95-Geschwader beschützt. Selbst Planeten, auf denen nichts da ist, die werden von der Raumstation verteidigt. Die, wie schon gesagt, je nach der Größe, ich liebe Raumstation. Y- und X-Wing-Geschwader, also Bomber und Jäger, rausschickt und koreanische Korvette zur Verstärkung immer noch anfordert, die immer wieder kommt aus dem Hyperraum. Aus dem Nichts. Ich frage mich woher, aber ist halt so. Was sehr geil ist, wenn das Imperium mit Sternzerstörern anrückt und mit einer begrenzten Anzahl, dann kann man die immer weiter dezimieren und möglicherweise gewinnt man sogar die Schlachten. So. Empfang. Das dürfte schon reichen für Wayland, denke ich mal. 13 Korvetten, 14, ja. Unterwegs. Das müsste reichen. Ach so, gar keine Schlacht. Interessant. T2B Ende. So. Könnte auch schon fast reichen. Nichtsdestotrotz. Tut mir leid, Leute. So nennen wir uns mal einfach. Oder wir nennen es Let's Play. So. Speichern. So. Jetzt werde ich einen kleinen Schnitt machen für die Spannung. Fahrzeug wird produziert. Guck mir die Videos selber mal an, um zu gucken, ob die Qualität des Haken geht. Ansonsten korrigiere ich jetzt nach. Diese Aufnahmen werden aber nicht weggeschmissen. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Und wir fangen auch gleich an. Wir fliegen erstmal rüber mit 3PO. Produzieren noch ein bisschen nach. Ich habe ein ganz paar Tage gerade eben laufen lassen, als ich Einstellungen gemacht habe. Tut mir leid, ihr habt ein paar Sekunden mit Klicks von mir verpasst. Und schon fängt das an. Lag. So. Erneut sind die Pläne der Allianz, die X-Wings zu stehlen, gescheitert. Ohne sich von diesen Rückschlägen beirren zu lassen, hat die Allianz, also die Rebellion, einen Weg gedacht, die imperialen Sensoren rund um Frisia zu täuschen. Eine Ablenkstation auf Wayland bietet sich als Zugang ins imperiale Netzwerk an. Hier können R2-D2 Codes um den Sensoren stehlen, wenn er unbeschadet in die Station gelangt. Und wenn die Drohnen erst einmal blind sind, kann die Allianz daran vorbeihuschen, ohne das Imperium zu alarmieren. Wälder. Gebirge, das Wetter ist heiter. Viel Spaß im Landeanflug. Die Bevölkerung besteht aus Mvrach. Noch nie gehört. Psadiana kenne ich. Menschen. Also nicht persönlich, aber. Ne? Gebiet scheint feindfrei zu sein. Der imperiale Ablink müsste genau vor uns liegen. Meine Güte. Diese Feuchtigkeit ist mit Sicherheit Gift für meine Schaltkreise. 3PO mag es trocken. Ich verbiete mir weitere Sprüche. Je früher ihr dieses Terminal erreicht, desto früher kommen wir. Anlauf statt Gleitkreml, Jungs. Ne? Okay, ich verbiete mir das. Ich werde nicht sexistisch sein, außer ihr wünscht es. So, wählt Verstärkung aus. Ja, so ein bisschen Verstärkung kann ja nicht schaden, ne? So ein ganz bisschen. So, ich denke mal, das dürfte fürs Erste reichen, wenn ich noch ein Bataillon absetze. So. Wir müssen vor, Schiff absetzen, die Droiden müssen überleben. Wir müssen die Ablenkstation hacken. Ich nehme nebenbei nochmal den Planeten ein, dachte ich mir so. Weil diese kleinen leichten Panzer gut gegen AT-ST, die hier hauptsächlich vorkommen, eine schöne Fähigkeit besitzen, die sie unfassbar wertvoll macht bei dieser Mission. Werdet ihr gleich sehen. Ach ja, man kann wunderbar ranzoomen, man kann sich alles aus ganz nahen Perspektiven angucken. Aus der filmischen Perspektive auch im Nahkampf, wie C3PO sich bückt für irgendwelche Soldaten. Man kann es aus der strategischen Perspektive sehen, die gesamte Karte im Blick, finde ich gut. Ein näher ran. Wir haben den Gegner ausgemacht. Sie haben Geschütze an den Grenzlinien. Verteilt euch, um das Feuer zu zerstreuen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. T2B Ende. Sondern das. So. Wir haben Rebellen hier. Herr, bitte verstehen.